Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Clash of Clans mit dem Thorsten. Ja, falls ihr es noch nicht wusstet, im Discord oder wahrscheinlich auch bei anderen Leuten, die so YouTube-Videos machen oder was auch immer, es gibt noch ein paar Fresh Eiswürfel für euch. Ich denke, ich hoffe mal, dass das die Eiswürfel hier sind und nicht irgendwas anderes. Okay, jetzt startet mein Clash of Clans einmal kurz neu. Mal sehen, ob ich mir das schon abgeholt habe. Already climbed. Okay, habe ich schon gemacht, aber wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann gibt es nochmal unten einen Link, beziehungsweise es gibt ein, nicht unten, sondern unten in der Beschreibung gibt es ja mein Discord, aber und da gibt es auf jeden Fall den Link. Aber es ist endlich da, Leute, das Chess-Event ist endlich da. Also es gibt auf jeden Fall doch noch irgendwo Hoffnung, dass jetzt fast zum Monatsende schon Supercell es doch hinbekommen hat, dass wir endlich dieses Thron-Event bekommen haben. Aber bevor ihr das anfangt zu spielen, könnt ihr euch schon mal warm chesten, so will ich das mal sagen. Denn es gibt drei Stück, glaube ich, drei freie Kisten. Gucken wir mal, was er oder was das Spiel hier sagt. Möchte ich gern claimen. Okay, also endlich auch Kisten öffnen beim Toto. Sehr schick, aber ich hatte aus dem ersten Voucher schon Kisten geöffnet. Die waren mau. Die waren sehr, sehr mau. Da hat man sich schon fast gefreut. Ja, eine Rare-Kiste. Sie bleibt aber irgendwie rare. Oder selten heißt es ja. Und mal sehen, was drin ist für mich. Okay, Bilder-Elixier auch noch. Okay. Ich meine, Elixier wäre ich noch einverstanden gewesen. Bilder-Elixier, okay. Was willst du machen? Zweite Truhe. Mal sehen, ob die besser wird. Die bleibt gewöhnlich. Oh nee, sie wird doch noch selten. Aber wird noch was Besseres raus? Also eine legendäre hatte ich noch nicht. Eine epische hatte ich schon. Und die Pet Potion, die ist gut. Die kann ich sehr, sehr gut gebrauchen. Wenn die nächsten Updates sicherlich irgendwann mal kommen. Ich meine, ich hätte auch keine Pet Potions mehr gehabt oder nur noch sehr, sehr wenige. Die ist auch echt selten, die Pet Potion, ne? Und hier haben wir vielleicht noch was Nettes drin. Ja, Studi Soup, also eine Suppe. Müssen wir mal gerade gucken, was das für eine Suppe ist. The Blubbling makes your lab. Okay, das Labor viermal faster. Works nur in der Home Village. Und okay, wenn ich es nicht benutze, dann kann ich es nicht usen. Ich meine, ich kann es hier nicht mehr benutzen, weil ich hier jetzt halt nichts mehr zu tun habe. Was natürlich ein bisschen... das heißt, das stimmt gar nicht. Ich habe eigentlich... Ah nee, das ist nur das Labor, ne? Das ist nur das Labor, ne? Ja, okay. Ich dachte gerade, schade. Ich weiß jetzt im Moment nicht ganz genau, was es an Items gibt, aber es gibt ja, glaube ich, 5, 6, 7 verschiedene Items, die man machen kann mit Verschnellbessern der Armee. Keine Kosten für die Clanbook-Truppen, auch wenn du sie hier oben mit Gems rausholst. Ich kann es im Moment nicht machen, weil ich hier voll bin und auch hier, glaube ich, ich weiß nicht, ob hier noch mehr geht, das werden wir jetzt feststellen, aber ihr könnt 3 Truhen bekommen, alle 2 Tage. Nicht jeden Tag eine Kiste, schade eigentlich auch, sondern nur alle 2 Tage. Das werden wir gleich sehen. Gucken wir mal, es gibt auch noch den netten, dicken Bonus und wir nehmen gleich den ersten hier mit, würde ich sagen. Reicht es wohl, wenn man nur die Gebäude da wegsnackt? Ob das wohl reicht? Was ist da eigentlich drin? Ah, da ist die Nado. Okay, die haben wir schon mal ausgelöst. Das ist cool. Da war der Nado drin. Und dann gucken wir mal, was wir hier mit unserer Queen machen können. Nein, ich habe jetzt wieder verkehrt equipped. Ah, sehr ärgerlich, Leute. Soll ich nochmal wegskippen? Ich habe verkehrt equipped. Ich glaube, ich klicke nochmal weg, Leute. Das ist jetzt natürlich ziemlich dusselig. Ja, weiß ich. Weil das passiert mir jetzt immer öfter, dass ich mich so ein bisschen verklicke und gerade die Ausrüstung nicht anpasse. Das war wieder ein bisschen doof, aber das ist mir so oft passiert, gestern auch schon im Clankrieg. Ja, Feuerball und Hybrid funktioniert auch, aber nicht so, wie man sich das vorstellt. Hier könnte es etwas besser funktionieren, den nehmen wir mit. Und dann gucken wir mal rein hier, was hier so Sache ist. Der hat hier vorne auch noch nicht die ganz, ganz starken Bogenschützentürme stehen, die ja wirklich extrem stark sind. Und dann schauen wir mal, dass wir hier reinkommen in die Base. Kommen wir auch, sehr schön. Aber die Heilung ist ein bisschen mau, ne? Na, echt mal so sagen, ey. Heilung ist echt ein bisschen mau, ne? Wo
Okay, wir müssen mal den nächsten Mauerbrecher hier reinbringen. Ich habe jetzt aber schon ein bisschen viel Wut verloren. Dadurch, ich wollte aber eigentlich ganz gerne an den Adler kommen, an die Adlerartillerie, damit ich dann hier hinten weitergehen kann. Hier machen wir erstmal die Mauer auf. Nee, machen wir aber gar nicht auf, okay. So, ich muss ein bisschen auf meine Queen aufpassen, aber der Adler ist schon mal weg. Das ist schon mal nicht schlecht. 1, 2. Setzen wir mal noch dahinter. Und jetzt haben wir natürlich keinen... Alle denn da immer so krass? Meine Herren. Ich weiß gar nicht, was da gerade so viel Schaden macht, Leute. Vielleicht könnt ihr mir das sagen. Was da so viel Schaden macht. Und hier müssen wir noch mal rein. Boah. Junge, Junge, Junge. So, ein paar mehr Hocks noch. Dann heilen wir hier außen noch mal durch. Und oh, der war gut. Der Heil war gut. Okay, hier setzen wir noch einen Sneaky. Also mal sehen, was am Ende rauskommt, würde ich sagen, weil ich glaube, die Gebäude haben wir jetzt schon, die wir für die Kiste brauchen. Die zählt ja unten auch mit, 570, ich denke mal bis auf 600 gehen auf jeden Fall noch die Eiswürfel, stimmt. Aber ich weiß gar nicht, ob ich noch mehr Eiswürfel sammeln kann, das sehe ich jetzt auch gleich, das wusste ich nämlich jetzt auch nicht. Aber das sieht noch ganz gut aus. Ich hoffe, das ruckelt nicht zu stark. Gestern gab es da iOS 18 Update oder vorgestern. Und mein zweites Tablet hat schon ganz schön damit zu kämpfen, glaube ich. Manchmal. Ich hoffe, dass das hier ein bisschen smoother läuft. Deswegen denke ich mal, dass das besser läuft. Ich beobachte das selber mal, ob das hier ab und zu mal durchleckt. 34 Sekunden. Wir haben noch den Roll Champion und noch einen. Oh, komm. Jawohl. Ja, schön. 26 Sekunden, haben wir hier unten irgendwas vergessen? Ne, haben wir nicht. Okay, dann sollen wir wohl auch die 600 Eiswürfel bekommen. Plus, wie viel sind es jetzt schon? Mit für den einen Sneaky 120 nochmal drauf. Und wir haben jetzt aber eine Kiste, also Claim Reward. Man bekommt ja natürlich nicht nur den Tagesbonus, sondern ihr bekommt natürlich, oder den Angriffsbonus, sondern wir kriegen auch eine Kiste. So, jetzt aber. Jetzt aber. Die Zeit, die ich natürlich zum Kistenöffnen jetzt gerade brauche, verbrauche ich natürlich bei der Armeebauzeit. Aber die Armeebauzeit ist sowieso jenseits von Gut und Böse. Aber ich kriege hier auch nur... vielleicht muss ich mit einem anderen Körperteil die Kisten öffnen. Dunkles ist hier, okay. Das kann ich ja richtig gut gebrauchen. Gar nicht. Naja, was willst du machen? Aber vielleicht kriege ich ja doch noch was. Und hier gibt es ja auch noch was. Aber All Rewards Collected habe ich schon. Und ein bisschen kann ich mir hierfür ja holen. Vermutlich werde ich mir zweimal Mauerringe dafür holen. Sind zwar auch nur 5, aber naja. Besser als nichts, würde ich sagen. Gehen wir nochmal rein. Und holen uns hier die restlichen Sachen raus. 1, 2, 1, 1. Ja, Leute. Ich mache irgendwas mit Blimp. Nicht irgendwas mit Blimp, sondern irgendwas mit Hexen. Ich habe Superhexen ausgebildet. Ist bei mir ja auch eher selten. Aber mal sehen, wie die so funktionieren. Und so richtig kriege ich es noch nicht gebacken. Das kann ich euch sagen. Das ist mir noch nicht ganz geheuer. Und den brauchen wir auch. Equippen wir denn mal da. Weil das mit dem Worden, das ist für mich noch ein bisschen tricky. Wenn ich den verliere, dann habe ich verloren. Wenn ich den verliere, habe ich verloren, obwohl auch gestern im Clankrieg habe ich den fürchterlich schlecht gespielt, den Feuerball. Und trotzdem ist es ein 3-Sterne-Angriff geworden, wie auch immer. Aber so ganz ist mir das noch nicht ganz geheuer. Und der Loot hier, an den muss man sich auch erstmal gewöhnen, der ja manchmal so exorbitant hoch ist. Also früher hast du dich ja so um 1 Million immer mal gefreut, wenn du die gefunden hast. Ja, heute ist jede zweite Base, hatte ich ja bald. Na okay, jetzt jede dritte Base vielleicht, aber... Es gibt auf jeden Fall viel, viel mehr zu holen. Da weiß ich nicht, ob ich jetzt... Ich habe den Feuerball nicht max, Leute. Ich habe den nur auf 21. Da müsste ich eigentlich, glaube ich, immer 2 Erdbeben da mit dazu nehmen. Wahrscheinlich am Rathaus sogar noch einen mehr. Oder ich muss halt den Feuerball ein bisschen mehr leveln. Das weiß ich an der Stelle auch nicht. Aber mit den kleinen Accounts, ich glaube, da snacke ich mir nur mal so das ein oder andere Gebäude. Aber muss man beide Gebäude haben? Es sind ja mal 2 Gebäude, die gehighlightet sind. Glaube ich, ein Gebäude oder ist es doch nur eins? Ah ne, zwei Gebäude. Muss man sich wahrscheinlich beide wegsnacken, damit du die Truhe bekommst. Ne? Oder muss man 100% machen? Das teste ich gleich mal an einem anderen Account, der ein bisschen kleiner ist. Und wo ich nicht unbedingt jetzt, wie jetzt eben,
Pokale hier verliere. Den können wir mal mitnehmen hier. Mal sehen, wie mein Warden da geht. Ist auf jeden Fall auf Fußboden gestellt. Das ist sehr schick. Und wir nehmen einen von denen da mit rein. Weil der kämpft natürlich jetzt ziemlich alleine hier, der Kollege. Ne? Der kämpft ziemlich alleine. Und da muss ich jetzt mal schauen, dass ich vielleicht den Bogenschützenturm auch noch wegbekomme. Dass es dann hier Richtung Adler gehen kann. Oder beziehungsweise auf die nächsten Defenses. Ich weiß nicht genau, wie weit der Feuerball hier reicht. Oder der geht wahrscheinlich erst auf den ollen Turm da, ne? Ah, ne, jetzt geht er hier drauf, okay. Jetzt geht er hier drauf, dann nehmen wir den mal. Der fliegt auch in die Richtung, sehr schick. Und dann gehen wir hier rein mit unseren Hexen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ja, jetzt habe ich ihn nämlich schon verloren, den Otto. Das wollte ich eigentlich vermeiden, Leute. Aber was willst du machen? Da müssen wir jetzt durch. Und da müssen wir jetzt rüber. Hopp, springt da mal rüber. Sehr schön. Hier setzen wir zwei Stück mal nach. Und die zünd ich jetzt mal ganz, ganz schnell. Und einen noch hinter denen hier. Hier friesen wir mal weg. Na, der Angriff ist halt... Also ich tue mich echt noch extrem schwer mit dem Zeug hier. Mit dem Zeug vor allen Dingen. So, jetzt macht er mal noch mal ein bisschen PS, Leute. Geht ja gar nicht. Aber ich habe auch noch einen Spiegel am Start. Das ist auch nicht schlecht. 1, 2. Und vielleicht könnte das ja doch noch was werden. Den schicke ich mal von da oben rein. Aber jetzt verliere ich auch schon Stück für Stück hier die Big Boys. Das ist natürlich doof. Wie weit ist denn der gelaufen gerade, der Kobold? Und wir haben aber beide Gebäude. Ja, wir haben aber beide Gebäude bekommen. Ich kann noch meine Queen zünden. Dann habe ich drei. Kurz mal am Start. Wegen dem Spiegel. Und mal sehen. Ein Big Boy ist noch dabei, habe aber nur das Pony noch als Heilung. Ich habe jetzt keinen Bären mehr, kein gar nichts. Also der müsste jetzt hier alles wirklich hart wegdenken. Das wird er auch nicht schaffen. Und jetzt dreht es mir auch meine Queenzen hin. Die kommen da auf jeden Fall nicht mehr an den Inferno. Schade, nicht ganz geschafft, aber eine Truhe bekommt man trotzdem. Ne? Entschuldigt, dass ich die ganze Zeit nach unten geguckt habe. Aber eine Truhe sollte man trotzdem bekommen. Wo ist hier noch was offen? Ich habe alles gesetzt. Ah, hier unten. Go. Jawohl. Da geht noch was. Okay, geht. Da geht doch nichts mehr. Ein bisschen kriegen wir davon noch und davon noch. Aber wir kriegen auch wieder eine Kiste. Mal sehen, ob man für 2 Sterne vielleicht eine bessere Kiste bekommt. Das ist ja ein absolutes Zufallsprinzip oder halt auch nicht Zufallsprinzip. Aber ihr seht, oh, eine seltene Truhe. Schauen wir mal, ob das nicht noch eine epische oder gar eine legendäre werden kann. Ich habe schon so viele Truhen geöffnet, Leute. Mit so vielen Accounts und ich habe nicht eine einzige legendäre dabei gehabt. Ich glaube, ich hatte mal eine epische. Naja, okay. Die bleibt halt selten, mein Gott. Aber Mauerringe, 3 Stück. Okay, kann ich gebrauchen. Alles gut, kann ich gebrauchen. Und was man brauchen kann und natürlich nochmal den schönen Bonus hier mit den 2-Sterne-Bonus gibt auch nochmal ein bisschen was drauf. Das ist echt cool. Aber hier unten gibt es, glaube ich, nicht mehr drauf. Ne? Top mehr als 1040, glaube ich, kann man nicht. Kann man wohl nicht sammeln, ich weiß es nicht genau. So, jetzt will ich eben erstmal spenden hier, dass ich dann auch meine Spendenquest fertig bekomme, beziehungsweise den Pass fertig bekomme. Ja, den Pass habe ich in jedem Fall ja fertig. Und da gibt es auch nochmal ein nettes Reward, kann ich mir aber noch nicht holen. Ich lasse die immer bis zum Monatsende drin. Vielleicht gibt es ja noch ein Zwischenupdate oder so. Aber wir können hier auf jeden Fall alles durchclaimen. Also erstmal den Skin, den gucken wir uns gleich auch an. Die ist echt cool. Okay, die kann ich nicht benutzen. Die hole ich mir aber raus, beziehungsweise ich nutze zwei von den Bilder-Potions nachher, wenn ich mehr Bauarbeiter frei habe. Aber noch eine Bilder-Potion, 3 Bilder-Potions, meine Herren. Und natürlich noch ein bisschen Sternerz, das hat uns Supercell ja versprochen. Also auch hier, auch da sind wir fast voll. Und dann gucken wir uns wenigstens noch den schönen Skin an. Die anderen Skins gibt es ja
zu kaufen. Warte mal, wo ist er? Ganz vorne, ne? Er ist auch cool. Ich mag den ja auch, ne? Was ich weiß. Deswegen habe ich ihn auch selected. Ich finde den Geist, überhaupt das ganze Geist-Set wirklich, wirklich very, very nice. Aber wir wollen mal den neuen equippen hier mit den süßen, kleinen, netten, niedlichen, super, super niedlichen, kleinen Drachen. Hopp, hopp. Sehr schön. Den selecten wir mal. Und dann haben wir den hier. Ah, der sieht gut aus. Der sieht sehr gut aus. Und wenn man anklickt, dann schmeißt er einmal seinen Drachen um. Ah, sehr cool. Sehr, sehr schön. Die anderen Sachen gibt es hier dementsprechend im Shop. Das heißt, die anderen Skins. beziehungsweise es gibt zwei Skins, ne? Ja, Paladin und also den Champion und den Ork. Jetzt haben wir den. Da fehlt noch die Queen, ne, oder? Da fehlt noch irgendwie die Queen. Oder gab es die Queen schon? Ne, die fehlt noch, ne? Warte mal, ich gucke mal. Ja, das ist noch Clash Games, okay. Alles klar, die selecte ich mal nicht. Die finde ich nicht so gut. Ich finde die mit dem Regenschirm eigentlich im Moment am besten. So, wir wollten jetzt aber noch testen auf einen etwas kleineren Account, ob es reicht, sich irgendwas wegzusnacken. Wen nehmen wir da? Wir nehmen Uschi. Uschi hat eben schon Truhen geöffnet, aber hat auch nichts gekriegt. Und aber ich wollte jetzt eben mal checken, ob es reicht, wenn man sich nur ein Gebäude wegsnackt. Hier vorne wäre eins, okay. Ob es reicht für eine Kiste. Reicht das für eine Kiste, Leute? Jo, man bekommt das. Also man bekommt tatsächlich eine Kiste. Aber vielleicht ist der Erfolg dann nicht ganz so cool. Aber ihr habt gesehen, ein Lager hat auf jeden Fall gereicht, um mir die Kiste hier zu holen. Da fehlt natürlich dann der restliche Loot, keine Frage. Und es wird auch nur eine seltene, aber oh, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung, kann man immer gebrauchen statt Gold. Das geht ja nie aus, beziehungsweise kann man natürlich nett ausgeben hier in der Clanstadt. Und wir sind hier gerade am Upgraden auf Level 8. Brauchen noch so ein bisschen was, aber ich denke mal, dieses Wochenende kriegen wir das auf jeden Fall auch fertig. Also auch die Frage wäre geklärt, wie verhält es sich? Jetzt habe ich natürlich wirklich kein Loot geholt. Ihr seht, ich habe schon einen Chest eben gemacht mit einem ganz normalen Angriff. Könnte jetzt noch eine Chest machen, aber da mache ich dann doch lieber, glaube ich, ganz, ganz normale Angriffe. Dann gibt es noch ein bisschen Loot obendrauf und so macht das Ganze ja auch nicht so wirklich Spaß. Die anderen Kisten, glaube ich, habe ich mir auch schon geholt. Und ich habe hier drin einen Bilderbuchhammer, also einen Bilderhammer. Zweimal Faster für eine Stunde Works in Home Village. Okay, die Beschreibung, ich stelle mal eben auf Deutsch, ist wirklich gut, auch mal wieder gut gelungen, wenn man sich die deutschen Übersetzungen dann anguckt auf die Items hier. Denn der Bauarbeiterlehrling das wirkt halt nur im Heimatdorf, der Bauarbeiterlehrling ist Vegetarier und wird halt nicht beschleunigt, aber wir könnten natürlich hier den Hammer gut einsetzen, ansonsten läuft er in 23 Stunden ab. Es läuft nur der Hammer ab, Leute, es läuft nur der Hammer ab. Wenn ich jetzt also cool hier meine Sachen mache bei Uschi, das heißt, wir nehmen mal noch so ein paar Sachen, die ein bisschen kleiner sind, dass ich hier das Gold so ein bisschen sinnvoll ausgebe und die ollen Bauarbeiter hier cool beschäftige. Nehmen wir mal noch einen Bogenschützenturm. Dann habe ich jetzt noch 5 und einen noch vielleicht. Und dann ackern die alle ein bisschen fixer. Wenn ich die 5 Minuten vor Ablauf nehme, dann wirkt die auch nach wie vor eine Stunde lang. Also ihr habt die jetzt 23 Stunden, 34 Minuten hier bei mir im Inventar, im temporären Inventar. Und wenn ich sie jetzt verwende, habe ich halt eine Stunde lang zweimal schneller arbeiten. Benutze ich die in 23 Stunden und 33 Minuten, habe ich auch die eine Stunde zweimal länger. Also ich weiß noch nicht. Jetzt ist natürlich ein guter Zeitpunkt dafür, weil alle 5 Bauarbeiter sind am Start und dann benutzen wir die auch. Und eine Stunde lang ackern die jetzt ein bisschen schneller. Kann man das erkennen, wo die ackern und ackern, wo die richtig schnell ackern? Schneller, 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 schneller. Wo ackert ihr? Ah ne, das ist da unten der Lehrling. Oh, jo, 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 komm, gib Gummi. Sieht gut aus. Alles klar. Erstes Item auf jeden Fall geklärt und die anderen Items werden wir, denke ich mal, dann auch noch irgendwann finden und öffnen. Ich hoffe, das Ganze hat euch ganz gut gefallen. Kleine Einführung von mir. Ich denke mal, ist nichts Neues für euch, aber endlich ist das Event da. Freue ich mich auf jeden Fall, dass Supercell es doch noch hinbekommen hat und es fühlt sich ja auch ganz gut an, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns in weiteren Videos.
Daumen da lassen, abonnieren nicht vergessen und immer schön den Algo für den Algorithmus, also kurzer Kommentar für den Alge und dann sehen wir uns in weiteren Videos. Bis dahin. Ciao, ciao, euer Toto. Clasht.